So, herzlich willkommen. Guten Abend nach Nürnberg. Guten Guten Abend, Herr. Guten Abend. Abend. Schönen guten Abend Guten zusammen. Abend. Mit Ausnahme weniger Namensisten, sämtliche Orts- und Stadtschiffs von Schinken 69 morgen Kandidaten sind. Seit fast 21 Jahren ist Günther Mitterer Bürgermeister von St. Johann in Pommern. Schauen wir mal, dass wir den Bürgermeister von St. Johann stummschalten. Ist geschafft. Ich habe vorher aus Versehen die Gisela stummgeschaltet, weil ich nicht genau gesehen habe, wo der Ton herkommt. So, herzlich willkommen hier aus dem Fuji Store. Heute haben wir ja das Thema vom letzten Workshop. Im Prinzip Nürnberg bei Nacht. Ja, und da wollen wir uns die Bilder ein wenig anschauen. Das war ja so der erste Tag, wo es mal wieder ein bisschen kälter war. Ja. Wir haben uns dann über den Glühwein zwischendrin gefreut und später die Bratwurstsemmel. Ja, jetzt fangen wir mal an mit den ersten Bildern. Ich gebe mich gleich mal als freiwilliges Opfer aus. Ja. Wir machen es diesmal über die Bildschirmfreigabe, weil wir dann gemerkt haben, also auch bei uns, dass die Bildqualität eigentlich besser ist, als wenn wir es über einen externen Laptop einspeisen. Da sind wir nun, habe ich viel Kontraste verloren gegangen und viel Helligkeit. Also, starten wir mal. Das war unser erster Standort. Das war vom Parkhaus Adlerstraße. Das ist im Prinzip, da hat man den schönsten Blick auf die Nürnberger Burg. Das seht ihr jetzt hier ganz mit dem 33er fotografiert. Von einem Standpunkt aus, dann, wie das sieht, wenn man sich leicht ein bisschen nach rechts bewegt, ist es dieser Standpunkt aus, da ist die Burg ein wenig schöner. Ich fand jetzt aber das erste ein wenig schöner, weil man die Menschenmassen unten noch sieht. Das Die stimmt, Straße entlang ja. laufen. Da sieht man auch mal wirklich, wie viel da, ich sage mal, in der Hochphase vom Christkindlesmarkt einmal los sein kann. Und Das das ist ist ja schon. erst nur der Hand, das ist ja nur der Zulauf zum Markt. Ja. Genau, aber hier seht ihr, so ohne die Menschenmassen ist es ein bisschen beruhigender. Ich habe eigentlich den ganzen Abend mit dem 33er fotografiert und einmal habe ich es verliehen und mir dafür das Weitwinkel geliehen. Und da sieht man gleich den Unterschied. Es ist nicht mehr so kompaktes Bild wie das, was vorhin war. Ja. Ja. Und belichtet habe ich eigentlich immer ziemlich viel, meistens auf die Lichter. Ich habe bei allen Bildern jetzt die Schatten hochgezogen, damit man noch ein bisschen Zeichnung oder ein bisschen was vom Himmel sieht oder weiß, wo der ist und dann nicht total schwarz absäuft. Ja. Da sieht man, halt, ich habe die falsche Richtung, Entschuldigung. Denkt mir schon, warum sehen wir alle? Ja, und dann standen wir da mal eine Viertelstunde vor dem Bild oder fast 20 Minuten. Und ich habe immer darauf gewartet, dass eine Frau mit Kind ankommt und mir direkt vor die Kamera läuft. Passend zum Schild. Ja, hat leider nicht geklappt. Da war es, glaube ich, schon zu spät dafür. Das zum einen. Wir hatten ein paar Situationen, aber die haben leider nicht ganz im Ausschnitt reingepasst, dass das Ja. Schild mit drauf gewesen wäre. Genau. Ja, und dann musste man mal zwischendrin was essen, ja, und was trinken. Und das war so schön, weil da alles so schön rot war. Ja. Zwischendrin haben wir unseren Glühwein gebraucht. Ja. Das ist auch mit dem 33er Mit dem fotografiert. 33er offenblendig. Ja. Sieht man Schön. da vom Hintergrund. Später haben wir mal eine andere Referenz zum anderen Objektiv mit dem Ja. gleichen Motiv. Genau. Kirche mit beleuchtetem Baum vorne. Ja. Und man sieht schon, die Kirche ist relativ stark beleuchtet. Also die Lampen von dem Baum kommen gar nicht so hinterher. Genau. Das ist dann. Im Prinzip hinten, wenn ihr im Hintergrund in der Mitte, wo der Weg läuft, da oben stand man auf dem Parkhaus. Das war ganz am Anfang und es war dann Richtung Burg sind wir dann hochgelaufen, damit wir auch mal den Gegenschuss haben.
Ja, das ist zwar schön anzuschauen, aber blöd zu fotografieren von der Burg oben. Aber wir haben ein anderes Motiv gefunden. Da stand mitten auf der Aussichtsplattform dieser wunderschön beleuchtete Baum, der wirklich auch, sieht man ja von den Menschen her, riesengroß war. Ja. Und ich dann so vor dem Baum stand, ja, stand dann hinter mir der Chris und hat fotografiert. Ja. Das Bild, was er dann draus gemacht hat, werdet ihr gleich sehen. So ist es ja. Und was ich fotografiert habe, wie ich da nahe an dem Baum stand, war auch etwas abartig. Die Gieseler Fahrtschau ist das Parkhaus Adlerstraße, aber das sagen wir dir dann, ja, wenn du in Nürnberg bist. Und da habe ich halt einfach komplett aufgemacht, auf nah, auf unendlich, unendlich oder nah? Auf na, Auf na, nah. na. Nah, komplett nah gestellt und das Bild gemacht. Und das ist der Ausblick im Prinzip oben von der Burg, die man so über Nürnberg hat. Ja, und dann nochmal die Kirche von der anderen Richtung. Und da waren wir dann schon wieder auf dem Rückweg zum Fuji Store. Und da seht ihr schon, wie schwer das eigentlich ist, diese beleuchteten Bäume zu fotografieren, weil wenn ihr hier links auf das Parkhausschild schaut, das überstrahlt schon. Ja. Ja, und dann habe ich gedacht, wie ich durch den Sucher von der Kamera schaue, oh, ich habe es geschafft, Sonne, Mond gleichzeitig in der Nacht zu fotografieren. Ja, aber mit bloßem Auge habe ich dann auch erkannt, dass es unten unter der Laterne war. Ja, und für die Standchen habe ich auch schön auf Blende 16 abgeblendet. Ja. Toll. Wie sich das halt gehört, aber es war dann doch nicht. Ja, ich habe das Bild jetzt vorhin nur mir nur vorstellen können. Ich habe es noch nicht gesehen gehabt. Ja. Aber da wäre ich wahrscheinlich auch drauf reingefallen bei dem elektronischen Sucher. Ja, beim elektronischen Sucher hat man gedacht, oh, die Sonne geht unter und oben noch der Mond. Ja. Das muss man schnell fotografieren. Also, ja, so war das. Ja, aber es war eine schöne Runde. Ich weiß gar nicht, wie viel wir überhaupt waren. Waren schon einige, ja. Ja. 12, 13, 14 Leute. Ja. Das war schon eine ganz gute Runde am Abend. Genau, ja. So, ich lade jetzt mal die nächsten Bilder in die Vorschau. Nehmen wir gleich den Chris, dass wir den Gegenschuss dann auch haben. Jetzt So. müsste das haben. Ja, wer uns besuchen sollte, sollte auch in diesem Parkhaus parken. Genau. Ist er wegen niedrig, habe ich gehört, von der Einfahrt her. Für hohe Autos teils wohl nicht Wir können so. aber 2 Meter. Ach, Ja. 2 Meter. Also selbst ein VW-Bus oder 210 sogar. Okay. Der Bernd Ritschl kommt auch rein mit seinem VW-Bus und der ist ja Okay. Allrad, Dann also. war das falsche Information. Ja. Du musst nur einmal genau an die andere Seite der Auswahl gehen, weil das ist das letzte Bild, glaube ich. Ach so. Das hat er jetzt vielleicht re falsch reingemacht. Oder du bist vielleicht einfach gerade am Ende schon von der Schau. Was? Oder spinnt er mal wieder? Das kann gut sein, ja. Wir haben noch das Parkhausbild noch. Stimmt, ja, das müsste noch kommen. War nicht. Ach, hier waren wir. War ich deshalb? Ja. Nein. So oft. War so nie. Wir haben hier noch. Wir kriegen es auch irgendwann raus. Ja. Genau, da haben wir. Geht jemand ins Parkhaus? Leider fehlt der Kopf. Bisschen, ja. Aber sonst ist es sehr gut, finde ich. Ja. Und dann die schöne Parkhauseinfahrt. Genau, ja. Ja. Das war jetzt halt letztendlich in der Wartezeit, als wir auf die anderen gewartet haben, auf dem Rückweg zum Fuji Store. Ja, aber das sieht Genau. man, wie man wenn nicht weihnachtlich beleuchtet ist, da auch sich was Schönes rausholen lässt. Ja, ich Ja. finde es auf jeden Fall immer wieder interessant, gerade so Neonbeleuchtung und LED-Beleuchtung in der Stadt.
kann man auf jeden Fall viel mitspielen. Ja, und wie gesagt, nur einen hat man dabei mit Stativ, sonst haben wir alle aus der Hand fotografiert. Genau, ja. Ja. Gut, dann suche ich mir jetzt gleich mal den nächsten raus. Der Lutz ist da. Kannst gleich schon mal dein Mikrofon einschalten. Jawohl, das. Dieses große Karussell, das hat mich unheimlich beeindruckt, das zweistöckige. Und dann auch noch die beiden Models da vor den Eltern haften für ihre Kinder. Also besser geht's gar nicht. Das stimmt, ja, schon. Fand ich echt süß. Ja, die Hexen sozusagen, ja. Vor den, super, das passt genau in das Kinderkarussell rein, ja. Sehr schön. Ist immer schön, wenn man Kind bleibt. Ja, genau. Oh, da hast du es ja viel schöner belichtet hingekriegt wie ich. Das Bild, ja. Ja, mit Handbelichtungsmesser halt. Ja. Und es erinnert mich so an dieses uralte Motiv von dem einen Maler mit der langen Bartheke, wo am Ende ein oder zwei Gäste sitzen. Und deshalb habe ich es auch in diesem Ausschnitt geschnitten. Ja. Nee, da haben wir auch was gegessen. Ja, und die Schlange stand rechts, also nicht, dass er denkt, da war gar nichts los. Ja. Da waren wir schon gut angestanden. Sehr schön. Das war auf Okay. dem Weg Das zur ist Burg. oben auf der Burg. Und da fand ich so schön diese Streiflichtbeleuchtung durch den Scheinwerfer, sodass da also die Kontraste in der Mauer super rauskommen. Ja. Ja, sehr schön. Und auch die Schärfe von den Ästen, das kam super raus. Ja. Ja, das stimmt. So, und jetzt kommen dann Schwarz-Weiß-Konvertierte, wo ich dann bewusst auf hohe Kontraste Wert gelegt habe, dass die rüberkommen. Ja. Das war eben dieser Turm aus dem Tannenbaum heraus. Ich habe mich gerade gefragt, wo die Sterne Das ist herkommen. ein sehr interessantes Motiv, vor allem durch den harten Kontrast. Ja. Das wirkt wirklich, als wären das Sterne oder Der Angriff der Außerirdischen. vielleicht Luftblasen, Ja. Seifenblasen. Nee, also ich fand diese Umsetzung wirklich, Interessant. bin zufrieden mit. Ja, nee, gefällt mir auch sehr gut. Ja. Womit ich aufgenommen habe, kam eben die Frage, das war eine Leica SL und ein Sigma 20, 1,4 vorne drauf. Und Jawohl. den Tunnel, den habe ich wieder mit Pseudosolarisation bearbeitet, damit die Kontraste in der Decke und die ganzen Feinheiten, Decke, Pflaster und Seitenmauer, damit die schön sauber rauskommen. Dann in Farbe fand ich es allerdings ein bisschen wenig aussagend, deshalb habe ich es dann auf Schwarz-Weiß gezogen. Ja, sehr schön, ja. Was war nämlich. Wenn es beidseitig beleuchtet gewesen wäre, hätte ich den auch fotografiert. Aber das ist im Prinzip, nur dass ihr jetzt mal seht, wie dick diese Burgmauer ist, das ist im Prinzip der Tunnel unter der Burgmauer durch. Oder mittendurch die Burgmauer. Ja, sehr schön. So, und das war dann nochmal zum Abschluss der letzte Weihnachtseindruck. Genau, das ist da, wenn man so ein bisschen sich seitlich hinstellt, ist dieser groß beleuchtete Engel noch mit drauf. Ja. Und dann geht's hinter zum Christkindlesmarkt. Ja. Ist halt auch der Ja. Vorteil von dem 20er, dass es so Ja. weitwinklig ist. Okay. Ja, sehr schön, Lutz. Sehr Danke. gut gemacht, ja. Versteht ihr mich? Ja, sehr Ja, gut. okay, Sehr gut. gut, ja. Also ich habe mit der X-T5 fotografiert und hatte bis auf die letzten drei Bilder generell das 33er Objektiv drauf. Gut, also selbe Kombination wie bei mir. Ja, also das Ja. ist jetzt eben auch
ein Hochkantformat von dem Adler Parkhaus. Mhm. Das erste Bild ist, wenn du noch mal eins vorgehst, das mit dem Schaufenster. Ja. Das erste Bild von mir eigentlich. Mhm. Das ist also auch offenblendig fotografiert. Ne, halt mit Blende 2.0. Das war also auf dem Weg zum Parkhaus in diesem Augenoptiker oder Brillengeschäft davor. Die ist auch sehr schön, ja. Auch gut von den Kontrasten her. Ja. Also ist das super. Sonst stimmt die Reihenfolge? Ja, ich bin flexibel. Ich weiß jetzt, dass es ein bisschen durcheinander geht, aber das ist nicht schlimm. Mal. Ich nach dem Namen sortiere. Ja, das nach dem Namen passt besser. Gut, dann mache ich euch wieder groß. Jawohl. Das ist im Prinzip das Querformatbild vom Parkhaus aus. Ja. Ebenfalls Blende 1.4. Ja, sehr schön die Stimmung angefangen. Das war auf der Hinterseite von dem, wie heißt es nochmal, dem Heiligen Geist, wo ihr auf uns gewartet habt, wo der Chris und ich dann auf Abwägen waren. Ja. Genau, könnten wir auch als Venedig verkaufen. Ja, ich war leider noch nicht in Venedig. Das war wird's Zeit, ja. Das ist eben der Eierpunsch als Alternative zum Glühwein. Mit den entsprechenden Blendensternen ist auch 1.4. Ja. Ja, sehr schön. Da sieht man eigentlich, was die Standardobjektive leisten, ist schon gigantisch. Gerade auch in den Unschärfen. Das war auf dem Weg zur Burg hoch, wo die Frau da in die Gasse reingegangen ist. Und da habe ich versucht, den Schatten eben auch durch die entsprechende Lichtstellung noch ein bisschen rauszuarbeiten. Ja. Ja, super. Das ist oben Richtung Burg die Jugendherberge, der Seiteneingang, wo sich so schön der Schatten von dem einen Baum in der Fassade, ja, gespiegelt kann man ja nicht sagen, aber abgebildet hat. Ja, jetzt wo du das sagst, auf den ersten Blick, da dachte ich, das wäre der Baum. Ja. Weil ich habe immer links so auch drauf geschaut und in die Mitte vom Bild und ich habe gar nicht gemerkt, dass das ein Schatten ist. Super. Das war so ein Seiteneingang an, wie heißt es nochmal, der Frauenkirche, wo die Tür offen stand. Ich weiß jetzt nicht genau, es war irgendwie so ein Gartenlokal im Sommer, wo man so reingeschaut hat. Das ist die Frauenkirche. Das ist jetzt mit einem 16 mm 1.4 aufgenommen. Ja. So mystisch. Und das war auf dem Rückweg, da war der Rest schon weg, als wir zur U-Bahn gegangen sind, an dem Eingang Weißer Turm. Da ist genau, das Riesenrad gewesen. Und da hat mich im Prinzip das so begeistert, dass gerade dieses Pärchen in dem Schatten von den Lampen gelaufen ist. Da habe ich also mehrere Bilder gemacht und hier habe ich sie im Prinzip ganz gut getroffen. Man sieht auch, dass es da ziemlich geregnet hat schon. Ja, und das Riesenrad schon immer beleuchtet war, weil die schon zu hatten. Ja, da waren wir ein bisschen zu spät. Ja. Naja, jetzt sieht man, wenn man die Lampe genau hinschaut, dann sieht man ganz schön die Regentropfen. Ja. Da hat es angefangen dann, als es zu Ende gegangen. Ja, so muss ich es ja machen. Ja, sehr schön. Gut, ja. Danke. Sieht man schon, das hat sich gelohnt, sind tolle Bilder entstanden, ja. Und von jedem ganz unterschiedlich.
Ja, man sieht natürlich, ich sage mal, Schnittpunkte. Die Ja. waren natürlich an verschiedenen Orten gemeinsam. Aber man merkt schon, dass jeder für sich so seine eigene Perspektive hat. Jeder hat seine Kamera und wie er sie eben bedient und verwendet. Und da merkt man dann schon, dass am Ende verschiedene und einzigartige Bilder rauskommen. Ja. Und dann haben wir, ja, wir haben uns natürlich schon dann zwischendurch ausgetauscht und dann hat man mal die Bilder gezeigt und was man so machen kann. Ja, Ja. gerade so sind ja so Geschichten entstanden, die wir uns gegenseitig fotografiert haben oder Genau, ja. die Unschärfe, die Bouquets und dergleichen, so Ideen. Das ist dann zum Beispiel beim Jan auf Mist gewachsen, sage ich einmal so. Ja. Genau, weil ich bin ja den Autofokus nicht so gewohnt, muss ich dazu sagen. Und ich bin jetzt umgestiegen von der Pro 3 auf die T5. Und bei der T5 muss man schon sagen, die ist schon verdammt viel schneller. Ja. Ja, und viel exakter auch vom Autofokus her. Aber ab und zu muss man doch mal mit der Hand eingreifen und dann stand es halt noch so und dann habe ich gesehen, ah, gibt es sehr schöne Unschärfen. Und so kommt man drauf. Genau. So, haben wir jetzt noch jemanden hier online dabei, der auch bei unserem Fotowalk dabei war und der seine Bilder noch zeigen möchte? So, Axel, du hast ja auch eine wunderschöne Nachtaufnahme hinten. Ja, das war ein Tag in Hamburg und zwar haben wir genau den erwischt, an dem es kalt war und ein bisschen geschneit hat. Und in Hamburg ist ja das Erfreuliche, da gibt es ja keine Energiekrise, da ist ja alles so wunderschön illuminiert. Und da unten an den Landungsbrücken, das ist schon was Besonderes, finde ich. Also Hamburg reizt mich immer wieder und zieht mich immer wieder an und es gibt immer wieder wunderschöne Motive und das ist nur im Vorbeigehen mit dem iPhone fotografiert. Da habe ich nichts dran gemacht. Also es ist immer wieder erstaunlich, was man auch mit dem kleinen Gerät dann doch noch, wenn man nichts anderes gerade dabei hat, was man damit noch machen kann. Ja, super. Aber genau passend zu dem Abend, ja. Und hinten auch die Elbphilharmonie noch ein bisschen beleuchtet. Ja. Ja, also sehr schön. Ja. So, machen wir dich wieder klein und uns groß. Gut. So, jetzt schauen wir mal. So, ich bin wieder da. Jawohl, gerne. Und jetzt habe ich auch nur ein Lightroom. Genau. Das war oben auf dem Parkhaus. Da habe ich einfach mal die andere Richtung genommen. Und ich habe den ganzen Abend mit der T5 fotografiert und bis auf wenige Ausnahmen mit dem 18 mm 1,4er, das ihr mir netterweise zur Verfügung gestellt habt. Hier fand ich die Plastizität ganz interessant, die die Türme haben vor diesem trivialen Vordergrund. Das haben wir in anderer Form schon mal gesehen. Nur, dass ich es hier in, ich glaube, ich habe es hier in Classic Negativ umgefärbt. Bleib Das hier. noch mal, geh noch mal zurück. Ja. Perfekt wäre jetzt das Bild, wenn die auf einen zulaufen würde. Dann würde man nämlich wirklich Angst kriegen. Ja. Ja, Scheinriesen, ne? Ja, genau. Wie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ja. Ja, ich glaube, die muss man, glaube ich, beide zusammennehmen, um die Breite zu bekommen. Nee, super. Ja, Da sieht man, dann. wie schön unterschiedlich die einzelnen Menschen auch, die einzelnen Fotografen die Bilder umsetzen. Ah. Gut. Das hier ist ein Making-of, ja. Also wer sich gefragt hat, Lutz, entschuldige, ich konnte nicht widerstehen. Ist doch super, weil das ist doch genau wie das Bild vom Lutz entstanden ist. Genau, ja, das. Ja. Damit ist der Trick verraten und ich habe es ihm ja da am Abend schon gesagt. Ich fand die Idee einfach herausragend. Ja, darauf musste erst mal kommen.
Also, Hut ab. Ja, das ist so ein Postkartenklassiker, aber es drängte sich halt auf, der Torbogen. Und da haben wir, ich glaube, ich war nicht der Einzige. Ich glaube, wir haben ziemlich lange gewartet, bis mal gerade keiner damit beschäftigt war, dort durchzumarschieren. Hier die Jugendherberge von der Vorderseite. Und hier fand ich beeindruckend, was man, da ist ja nicht so viel Platz, ne? Also das ist im Grunde genommen davor aufgenommen mit dem 18 mm. Und ich fand das den ganzen Abend schon beeindruckend, wie viel man auf den Sensor packen kann bei der Brennweite. Und das dann doch mit, wenn man hier die Dachkante entlang schaut, mit einer kaum wahrnehmbaren Verzerrung. Also da Ja. ist kaum Bogen drin. Also das ist schon eine herausragende Optik. Und das Gebäude, bleibt nochmal da, das Ja. Gebäude sieht ja auf dem Bild gar nicht so groß aus. Aber wenn ich sehe, dass allein oben im Dachboden 6 Stockwerke sind, ja, dann sieht man erstmal, wie riesengroß das eigentlich ist. Gut, kann man weiter Ja, schauen, ja. das Chörlein, wo endlich mal das Gerüst wieder weg ist, kann man wieder fotografieren. Und irgendwie hat mich da der kalte Scheinwerfer fasziniert, weil der erste Impetus wäre ja, das rauszuschneiden, einschließlich dem Torbogen, aber vielleicht liegt es auch an dem orangefarbenen Fenster. Ich habe noch nicht so viel rumgeschnitten an den Bildern. Ja. Und jetzt ist mir eins Passt. verlustig gegangen. Jetzt ist mir eins verlustig gegangen. Na. Wo ist es denn? Es gab noch eins, das wollte ich euch zeigen. Jenes hier. Warst du zwischendrin im Lachknopf? Nicht das. Nee, das kann ich auflösen. Das ist die Schaufensterauslage von diesem Exotika-Laden da gegenüber von dem Parkhaus. Ja, okay. Ja, super. Da habt ihr genau den Baum. Ich war ja, bin ja immer schwer zu erkennen. Ja. Ja, nicht. Ja, Genau. Aber da findet ja. mich wenigstens keiner, ja. Ja. Ja, ach so, das mit dem Nachtclub hier, Genau. das war die Feuerzangenbowle. Ah. Da müssen wir jetzt mal kurz 2 Sekunden oder mehr auf den Server warten. Ja. Ja, die sind noch Das unbearbeitet. Da habe ich noch gar nichts dran getan. Aber ist da vielleicht ist auch. auch interessant, wie bei dieser Monochromatik, wie da immer noch die Schärfe rauskommt, ne? Hier eigentlich fast noch besser. Also man kann da oben, das kann man locker noch lesen, was da dran steht. Und das, Ja. ja. Genau, und die Feuerzangenbowle ist ja komplett rot beleuchtet. Ja. Ja. Also ich finde es auch gut so. Ich hätte da gar nicht so viel machen. Nö. Das ist ein Bild aus dem Ja. Leben. Sehr schön. Das ist super. Ja, das waren so die interessantesten, sage ich mal. Der Rest ist Ja. Muss Bildschirmfreigabe wieder stoppen. genau die suche ich gerade. Das ist normal oben am Bild. Ja, es ist halt auf Du meinem musst Desk. erst wieder aus dem Vollbild raus vom Lightroom. Ja, genau, Genau. ist auf meinem anderen Desktop. Super. Alles gut. Jawohl. Aber ich weiß gar nicht, wie man das auf Vollbild umschaltet. Ja. Aber ja, ich denke, man sieht so. Ja. Ja. Das war, ich habe alle, nahezu alle, bis auf eines, habe ich meine Aufnahmen mit Nikon 24 F2 gemacht, F28. Und mit meiner inzwischen schon etwas altersschwachen XT1, das heißt ohne einen Stabilisator, deshalb mit Stativ, und ich war da jetzt sicherlich nicht so flexibel wie ja, mit einer modernen Kamera, wo man das Stativ gar nicht so bräuchte. Ja. Ja.
Und gut, da hat sich das halt so angeboten. Das war eigentlich ein Hochkantbild. Und ich liebe eigentlich quadratische Formate oder das quadratische Format. Und da hat es eben so reingepasst. Ne? Wobei alle Bilder unscharf sind. Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht, ob ich nicht gut fokussiert habe, das sieht man auch da alles schlecht, ja, oder ob es einfach an der Optik liegt, aber die sind jetzt so, ja, wie sie sind. Das nächste, das ist jetzt vom Motiv jetzt nicht so gut. Mir hat damals, wie ich es gemacht habe, durch den Sucher gut gefallen, dass da dieser blaue Streifen da noch so aufgefallen ist im Himmel, der jetzt so in der, ja, direkt live mit dem Auge gar nicht so mir aufgefallen ist, ne? Sondern erst dann durch den Sucher. Ja. Gut, bei dem nächsten, das war dann diese Ausbuchtung, ja, die wir uns ergattert haben. Ja. Ja, das passt so auch als Quadrat relativ gut hierfür. Genau, unser Heidegeistspital, ja, müssen wir die Lichter noch ein wenig runter, aber es war so saublöd beleuchtet. Ja, das ein Strahler war einfach viel zu hell. Bei meiner Kamera ist es so, dass ich, wenn ich da zu knapp belichte, ich kann die dunklen Bereiche dann nimmer aufhellen, weil da ist einfach nichts mehr drin. Ja. Ja. Insofern muss ich da den Kompromiss eingehen und sagen, ja, nee, das ist ja dann auch sind gut halt belichtet. Aber probiere jetzt mal da hinzugehen und geh mal mit den Lichtern auch nach links. Ja, noch ein bisschen. Noch einer. So, ja, stopp, fertig. Jetzt passt doch von der Belichtung. Ja, also da kannst du noch irgendwas machen. Ja. Der Sensor von der X-T1 ist nach wie vor gar nicht mal schlechter. Überhaupt, also das ist ein fantastischer Sensor. Natürlich muss man sagen, das sind jetzt seit, ich glaube, um die 9 Jahre vergangen, aber da sind immer noch sehr ordentliche Werte drin. Ja. Natürlich jetzt nicht mehr der Spitzenwert in der Auflösung, aber das ist ja Punkt jetzt die letzten Jahre mit am meisten passiert. Dafür ist es ein sehr schönes Bild, muss man dazu sagen, ja, weil wahrscheinlich vom Stativ. Und auch die Spiegelungen sind perfekt mit eingefangen. Vom Stativ und deswegen habe ich mich auch für die Kombination, für dieses Objektiv entschieden. Ich habe da ja eigentlich zum ersten Mal besser gesagt zum zweiten Mal. Das ist, wie gesagt, das Nikon-Objektiv und ich habe so einen Shift-Adapter dazu. Und da wäre jetzt hier nicht unbedingt nötig gewesen. Ne? Aber ich habe es, soweit es halt nötig war, dann da immer doch so weit geschiftet und dann, ja, funktioniert es ganz gut, ne? Weil mir das schon wichtig ist und das auffällt, ja? wenn vertikalen Linien halt einfach nicht stimmen. Ja. Ja. Gut, gehe ich zum nächsten. Für das Bild hat mir der Peter sein 16-1-4 ausgeliehen und da habe ich, weiß nicht, wie viele Versuche gemacht, unzählige, bis ich dann endlich mal irgendwas geschafft habe. Und zwar hat er mir gesagt, ich sollte mein Stativ, das ich ja hatte, einfach nach oben halten, dass ich da über die Köpfe komme. Und ja, das war natürlich von unten dann auch nicht immer so leicht zu sehen, wann man es denn hat. Und bei dem hat es jetzt gerade so mal funktioniert, dass das Karussell drauf war und rechts ist sogar der Stern da noch nahezu ganz drauf. Und ja. Ja, das habe ich schon gesehen, eure Versuche, wie ihr dann das Stativ. Ja. War ja schon dann scharf. Ohne Ende. Dann konnte ich das Stativ oben irgendwo an diese Hütte am Dach anlehnen, dass ich, weil sonst wackele ich da einfach zu sehr. Und das ist halt dann ohne verfügbaren Stabilisator, ist dann, schon nahezu nicht machbar. Ne? Das war jetzt hier bei ein 60. Ja. Ja. Ja, passt aber. ISO 1000, ja gut, da mehr geht er auch nicht mit der Kamera. Da sieht man schon, dass er ein bisschen von der Schärfe auch an dem Objektiv lag. Ja, das ist schon da. Weil hier sieht man schon, dass es viel schärfer ist, wie bei deinen anderen Bildern. Wie die anderen, das. Aber du musst auch eins sagen, wenn die Kamera schärft natürlich dementsprechend von alleine schon nach.
auch ein Rohbild. Ja, nach dem Objektiv, was da drauf ist. Und wir können es ja dann später mal bei einem probieren, einfach mal ein bisschen nachzuschärfen. Ja. Na gut, das hier habe ich jetzt eher der Vollständigkeit halber da auch mal mitgeschickt. Ja. Das ist jetzt hier auch nicht schön. So. Genau, lieber. Nicht so toll. Hier habe ich ein bisschen gekämpft mit meinen 24 mm, weil da halt ein bisschen kürzer besser gewesen wäre. Mhm. Ja. Und ich bin mir hier jetzt gar nicht sicher, ob ich dafür auch das, doch eine Achtelsekunde, dann war das auch vom Stativ. Ja. Sehr schön. Ja. Ja. Und das hier war dann wahrscheinlich auch noch auch eine Achtelsekunde. Ja, da war es auch schwierig, ja. Da passt halt gerade so nicht drauf, aber naja. Ja. Also, ja, aber passt. So sind meine. Ja. Super. Vielen Dank. Ja, jetzt muss ich nur schauen, wie ich das beende, Freigabe stoppen, dann genau. Sind wir wieder bei euch. Wunderbar. Gut, dann sage ich vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine Bilder. Nee, da sieht man auch, was, wenn man andere Objektive auf die Fuji mit Adapter draufsetzt und auch gerade ältere, was das auch für ganz andere Effekte gibt. Ja. Und wie viel weicher natürlich gerade ältere Analogobjektive sind. War das schon eins mit Autofokus oder waren das? Das war ein AF, ja. Ja. Nein, das war von 1995 habe ich das gekauft, ja. Mhm. Ja. Und macht auch nicht wirklich Spaß damit, weil einfach mit dem AF-Objektiv geht zum manuell Scharfstellen der Ring so leicht, dann kommt man da einfach mal hin und also zum Spaß haben ist es irgendwie die falsche Kombination. Hm. Ja gut, wird sich schon noch ein wenig finden. Ja, vom Rüdiger kam noch die Frage, ob man mit HDR dann nicht den Dynamikumfang erhöhen kann. Das geht natürlich. Ja, da macht er die Kamera zum Beispiel 3 oder 5 Aufnahmen in verschiedenen Belichtungsreihen und rechnet das dann zusammen. Wird immer besser, aber wenn sich zwischendrin irgendwas bewegt, wie eine Person oder es reichen schon ein paar leichter Windstoß mit den Blättern, dann hat man natürlich das Problem, dass die Stellen dann immer so ganz hundertprozentig optimal wiedergegeben werden. Ja. Es gibt ja immer bessere und genauere Automatiken, die dann von, weiß gar nicht, bei welchem Programm das war, habe ich das gesehen, wo eine Person durchs Bild gelaufen ist und das Programm hat es dann erkannt, dass sich dieses Objekt bewegt und hat es dann nur von einer Belichtung genommen. Ja, da sind wir natürlich heute mit dem Smartphone, sage ich mal, schon sehr weit vorne, was jetzt langsam Einzug in die Programme bekommt und die nächsten Jahre sicher auch in die Kameras, also diese vollautomatische Verrechnung, um auch eben solche, ich sag mal, Aufnahmefehler herauszukorrigieren. Das ist natürlich ein Thema, das würde uns zukünftig immer mehr begegnen. Und heute müssen wir dann eben mal auf die Software zurückgreifen. Capture One und Lightroom, vielleicht auch Photoshop und dergleichen. Genau. Aber das, da wird man sehen, was die Zukunft bringt. Das wissen wir nicht. Ja, und ich muss sagen, am Anfang habe ich ja das mit der KI habe ich ja gar nicht so drauf reagiert. Ich habe gesagt, was haben die alle mit dem Mist und Scheiß? Aber mittlerweile wird mir da schon Angst und Bange, was man damit machen kann. Es steckt heute sicher noch in den Kinderschuhen. Ja. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel von dem Google Phone die Werbung anschaue, da geht es ja nur noch um die KI und wie man Bilder besser macht oder was einen immer an Bildern gestört hat. Ja. Wenn man 5 Leute fotografiert, dass immer 2 blöd geschaut haben und die das korrigieren. Aber man merkt dann doch, wenn die Köpfe einfach reinsetzen, dass der Kopf nicht zur Bewegung von dem Körper passt. Ja, also, und wenn ihr mal da die Google-Werbung mal euch anschaut und dann ist dieser lachende junge Mensch in der Mitte, dann merkt er, Kopfhaltung und Körperhaltung passt gar nicht zusammen. Ja, und das kann halt eine KI noch nicht machen. Ja.
dass das dann doch passt. Aber es wird immer mehr und man muss schauen, wie man sich da in Zukunft abgrenzt davon. Definitiv. Ja. Ich stelle mir da auch immer die Frage, ist es denn noch Fotografie oder ist es einfach nur noch ein Bilderzeugnis mehr oder weniger? Ja. Weil letztendlich das, was ich ja, ich sage ja mal, man hat ja ein Gefühl, eine Emotion, wenn man auf den Auslöser drückt, ist das das, was ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, gefühlt habe, ist das das, wo ich das aufgenommen habe, oder ist das letztendlich ein Bild, das einmal durch die Cloud geht, einmal in Wirklichkeit eigentlich 10 Bilder gemacht werden, der beste Ausdruck dann draufgerechnet wird und dann, es ist ja eigentlich nicht mehr der Moment, den man eigentlich fotografiert hat, das ist ja eigentlich eine Du sagst es. Es ist nicht mehr, es ist keine Aufzeichnung mehr, es ist dann generativ an der Stelle. Richtig, so, generativ ist ein gutes Wort. Für sowas ist es ja dann auch gut. Ja? Also die Totsagung der Fotografie aufgrund technischer Neuerungen haben wir ja nun schon mehrfach erlebt, seit der Farbfotografie. Und in Fotowettbewerben ist es so, dass es dafür inzwischen eigene Kategorien gibt. Also da kann man auch Bilder einreichen, die muss man dann entsprechend kennzeichnen. Mhm. Und aktuell läuft noch der Glanzlichterwettbewerb, ist das erste Mal, dass es dort eine eigene Kategorie gibt für Bilder, die KI enthalten. Und ich finde es in Ordnung. Ja, es ist als kreatives Werkzeug super und zur Reparatur, ich meine, die Bilder, die ich vorhin gezeigt habe, die sind entrauscht. Ja? Also dafür ist das Zeug wirklich spitze. Also chromatische Artefakte zu erkennen, zu identifizieren und aus dem Bild rauszuschmeißen, super, nutze ich gerne. Ja, ja, ja. Ja. Ich meine, das ist auch so ein Thema, das würde ja auch mehr Einzug wirklich in den Kameras bekommen. Also so eine intelligente Rauschreduzierung, solche Geschichten, die man dann einfach aktiviert und dann einfach das Bild wirklich nochmal durch den Zauber rauskommt, als JPEG oder High-Format. Das ist ja jetzt im Anmarsch. Und so Sachen befürworte ich auch absolut, wenn das einfach sinnvoll eingesetzt wird. Wenn natürlich das Bild ein anderes ist, als das, wie ich es fotografiert habe, dann finde ich es zumindest ein wenig problematisch, vor allem, wenn ich nicht selber gefragt werde, dass da was passiert. Dann ist das ein Thema für sich. Ja, aber ich sage mal, wir haben in der Fotobranche oder bei den Kameraherstellern herrscht natürlich jetzt auch nicht so der Druck wie beim Handy. Ja, wo das ja jetzt bei allen Handys langsam Einzug haben muss. Aber das beschränkt uns natürlich auch wahnsinnig in unserer Kreativität. Weil wenn man jetzt ja sieht, die zwei Bilder von den zwei verschiedenen Fotografen, wie die etwas stämmige Dame der Berg hochgelaufen ist und mit Schatten das Ganze fotografiert wurde. Ja, eine KI würde da ja ein taghelles Bild draus machen, würde den Schatten noch wegretuschieren und die ganze Stimmung von dem Bild wäre einfach weg, weil das nicht der Norm entspricht. Ja. Also Bilder versauen mit Nachbearbeitung können wir doch heute schon, wenn wir wollen. Ja, das stimmt, aber die KI macht es natürlich vielleicht besser, aber vielleicht ist es auch so, dass man in 5 Jahren einfach sagt hier, ich möchte so eine Stimmung haben, lass mir das drin, wenn du es reduzierst, das Bild. Ja, also. Ich habe ein Video gesehen, ich weiß nicht mehr, ob es Tim Jamieson war oder gar Roman Fox, der hatte ein Bild von einer Dame in Spanien von hinten mit dem Hut und hat versucht, die KI das Bild nachstellen zu lassen. Hat da also dann ein, das nennt man ja dann Prompt, mit ganz schön viel Text verfertigt, aber das, was da rauskam, war noch weit entfernt von der künstlerischen Wirkung, die das eigentliche Bild hatte. Also ich persönlich sehe es gelassen. Ja. Ja, ja, es wird noch einige Zeit vergehen und man muss ja auch sagen, gerade wenn man mit vorhandenem Bildmaterial wirklich mal arbeitet, also mit höherauflösenden, als jetzt die Handys, die ja auch alle nur interpolieren, und dann generativ was erstellt, dann merkt man ein ganz anderes Auflösungsverhältnis von den generativ erstellten Inhalten in dem Bild gegenüber dem, was man wirklich fotografiert hat. Das sind schon Abrisse in Auflösung und Texturen. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was eine Kamera heutzutage leistet. Das dauert noch einige, ich glaube, Prozessor, Grafikkarten und Speichergeneration, bis das dann wirklich in der hohen Auflösung wirklich besser sein wird.
Genau, ja, bisher kann man es noch erkennen, ja, an so gewissen Teilen, aber wenn ich mir jetzt die HDR-Fotografie anschaue, wie das, ich glaube, Olympus war einer der ersten in ihrer OM-Serie, ja, wie grottenschlecht es noch war und wie gut es heute mittlerweile ist im Verhältnis. Ja, aber es sind ja auch 10 Jahre dazwischen. Ja. Ja. Und dann auch das Thema mit den ISO-invarianten Sensoren, wenn man teils gar kein HDR mehr in der Form unbedingt braucht. Ja. Genau, der Uwe wollte noch 2 Bilder zeichnen. Ja, danke. Die habe ich mit der GFX natürlich und GF 100, 200 gemacht. Mhm. Das war schon dunkel. Und da war ich mir nicht sicher, wie ich mit der Verwacklungsfreiheit hinkomme. Und das war das Problem. Auf dem kleinen Bildschirm sah es zunächst einigermaßen gelungen aus, aber dann am PC habe ich gemerkt, dass es überhaupt nichts geworden ist. Ich will es aber trotzdem mal zeigen, weil der Effekt, ich will da nochmal hin, das zu einer anderen Zeit machen, also nicht nur einen anderen Tag, aber etwa zur gleichen Zeit, weil der Effekt unglaublich interessant ist. Ich versuche mal eine Freigabe. Ja. Könnt ihr die Brücke sehen? Mit den Hochhäusern dahinter. Genau, ja. Genau, ja, das sehen wir. Da ging es mir darum, weil das so interessant aussah, weil die Scheiben alle diesen, sagen wir mal, goldfarbenen Spiegeleffekt hatten. Mhm. Das war so der Sonnenuntergang. Ja. Leider nicht scharf. Ja, durch den Sucher sieht man sowas manchmal scharf oder auf einem kleinen Display in der Kamera. Was du dann machen kannst, wenn du hinten das bei der 100er, wie schalte ich auf Vergrößerung, hinten das Rädchen drücken bei Play. Das Rädchen im Einzelpunkt Autofokus reindrücken und dann hat man dementsprechend eine Lupenfunktion, wo man wirklich das Ganze. Ja, naja, da habe ich eher noch die Verwacklung, wenn ich mit der Lupe gucke, weil es ja noch krasser ist mit dem Ranzoomen. Eine Frage eigentlich. Ich habe auf ISO 5000 gestellt und Blende 11. Und da hat er aber doch. Aber warum? Jetzt eine komische Frage, warum Blende 11? Weil ich zuvor noch eine andere Aufnahme gemacht habe, die ich euch zeigen will. Da sieht man den Grund. Und da hatte ich also hier noch die Blende 11 drin. Und da hat er nur 2,1 Sekunden Belichtungszeit genommen. Und das war zu lang. Ist zu lang, ja. Ja, aber wenn ich jetzt auf 8000 geschaltet hätte, ISO oder noch höher, da ich dachte, rauscht das vielleicht zu sehr und hätte ich vielleicht machen sollen. Nee. Du hättest von der Blende runtergehen sollen. Weil alles, was du ja hier auf deinem Bild siehst, ist ja mal locker 100 Meter weg. Das ist mehr, das sind ja mindestens 500 Meter. Ja, so. Und ich sage mal, kannst du offenblendig arbeiten, ja, das ist alles scharf. Es hat jetzt halt hier bei dem Objektiv, wenn man keinen Telekonverter montiert hat, eine Blende von 5,6. Die kann man durchaus ausreizen. Also ein Objektiv leistet ordentliches. Und dann mit der ISO noch ein bisschen hoch und dann wäre ich halt bei einer Viertelsekunde gewesen und das kann man mit der GFX und dem Bildstabilisator stand halten. Naja, das habe ich ja hier mit dem nächsten Bild. Moment. Das ist unsere Fußgängerbrücke. Da kamen die Radfahrer. Da habe ich gedacht, das muss doch eigentlich einen guten Effekt geben. Und außerdem der Sonnenuntergang in der Westrichtung, das fand ich sehr interessant. Ja, ist auch sehr schön. Ja. Ja. Und da wollte ich die Blende 11 haben, um mal diesen Sterneffekt der Beleuchtung zu haben. Wir hatten ja vorhin auch das... Ja. Uwe, red ruhig gern. Sorry. Also das ist in Ordnung. Ja, das passt, ja. Ja, und dann habe ich leider mit den anderen Fotos solche Unschärfen drin, dass ich eigentlich sehr traurig war, dass es so schlecht geworden ist. Das sollte eigentlich scharf sein, aber das ist leider nicht geworden. Ja, also die Armstimmung über der alten Elbe, wo die sich mit der Stromelbe trifft. Also ja, aber warum bist du jetzt mit der Belichtung da hochgegangen? Die habe ich so Blende. 5,6 hat er, aber ISO 1250 und hat 1,5,3 Sekunden.
Also doch noch. Ja, du musst immer schauen, dass du nicht über eine Viertelsekunde, vielleicht besser sogar eine Achtelsekunde Verschlusszeit kommst. Ja. Aber das sehe ich ja dann erstmal, wenn er es gemacht hat. Nee, das siehst du doch schon beim Fotografieren. Welche Verschlusszeit die Kamera wählt, oder? Bei Blendenautomatik? Nee, bei Zeit. Nee. Bei Zeitautomatik. Ja. Bei der Zeitautomatik ist es so, dass wenn du die Belichtungszeit einmisst, also über die über die Belichtungsmessungstaste oder über den Auslöser, wenn du den halt durchdrückst beim Autofokus, ja. dann zeigt er dir ja vorab an, was für eine Belichtungszeit er vorab einliest. Und daran kannst du dich orientieren. Genau. Naja. Also da dann lieber von der ISO von 1250 hochgehen. Ja, 6.4 verkraftet die GFX noch gut. Absolut ohne Probleme. Ja. Die meisten Bilder, die ich gemacht hatte im JPEG, das waren 3.200, teilweise 5.000. Und du musst ja mal sagen, wenn du jetzt nochmal auf das mit dem Sonnenuntergang gehst, ja, jetzt siehst du ja, dass du nachträglich hier links siehst es du dann gleich, dass du bei der Belichtung 2 Stufen Belichtung hochgegangen bist. Ja. Und das heißt, das hättest du ja schon gleich beim Fotografieren machen können. Dann wäre die Verschlusszeit ja auch kürzer gewesen. Naja, das Problem ist, das 200er ruhig zu halten, ist schon ein bisschen schwieriger. Es ist nicht leicht, ja. Ja, es hat ja schon ein bisschen. Ich stelle da sogar noch eine kürzere Verschlusszeit wie eine Achtel nehmen. Ja. Eher eine Dreißigstel. Mehr als Grenze setzen für die Hand. Ja, ich werde mich noch bessern. Ja. Ich arbeite dran. Ja, weil das ist ja ein Tele und du hast ja einen riesengroßen Sensor. Ja. Die Stabilisatoren von den Objektiven und von den Kameras, die sind schon extremst gut. Und wir reden ja auch immer gerne von sehr langen Belichtungszeiten aus der Hand. Aber es ist natürlich, nehmen ja immer weitwinklige Objektive. Es ist normal brennweiten, weitwinklige Objektive. Ja. Und dann ist es noch so super individuell, wie ruhig man in dem Moment ist und wie aufmerksam man ist bei der Aufnahme. Ja, wenn man zum Beispiel mit einem 30er arbeitet, dann ist das schon wesentlich einfacher. Vorher nicht. Ja, wie man es hier sieht. Da werden die fast automatisch scharf. Da muss man sich schon anstrengen, dass sie nicht scharf sind. Genau. Naja. Mein Tipp wäre im Ernstfall, lass die ISO nach oben schießen, weil die Verwacklung kriegst du nicht mehr raus. Aber zum Entrauschen gibt es Hilfsmittel. Naja. Und ein verrauschtes Bild ist immer noch besser wie ein verwackeltes Bild. Das stimmt, das sehe ich hinterher genauso. Weil man kann ja im Prinzip auch noch sagen, hier, das Rauschen ist das künstlerische Effekt. Ja. Zum Beispiel das hier ist scharf. Ja. Wahrscheinlich habe ich da doch, Moment. Das ist bei 100 Millimeter, ja. Ja, das sind 100 Millimeter. Ja. Da sieht man eine Viertelsekunde. Ja, genau. Mit ISO 2000 plus. War das noch aus der Hand oder hast du? Ja, nur aus der Hand. Ja. Da merkt man schon, dass da wahrscheinlich die Grenze ist bei den 100 Millimetern, dass das noch visuell scharf ist. Je mehr das in das Tele reingeht, desto schwerer hat es auch der Bildstabilisator. Ja. Muss man natürlich dazu sagen. Aha. Wenn ich jetzt hier also auf 200 gedreht hätte, wäre es vielleicht nicht immer. Das hättest du nicht mehr gehalten mit einer Viertelsekunde. Das wäre dann schon kritisch, ja. Das ist, als wenn du einen Zollstock hältst an einem Ende. Je länger der Zollstock ist, desto mehr größer ist der Ausschlag am anderen Ende. Und das fängt dir dann auch der Stabilisator irgendwann nicht mehr. Naja, aber du musst es aber eine Innenfokussierung und das Objektiv wird ja nicht länger. Das Objektiv nicht, aber der optische Weg. Ja, da denkt man ja in dem Moment nicht dran. Ja. Also das ist hier sozusagen bis hinten hin relativ scharf, wenn es aus der Hand betrachtet wird, das ohne Radfahrer, aber ohne Stern, weil es 5,6 ist. Ja, naja, also ich muss noch ein bisschen üben. Ja, müssen wir alle. Das ist. Aber ich fand das hier mit dem HDR-Effekt, dieser Kontrast, der ist schon sehr stark. Und das Foto hat im Endeffekt auch die Wirkung, wie es draußen aussah.
Ja, so wünscht man sich das auch von der Helligkeit und alles, ja. Da habe ich gar nicht viel nachgearbeitet. Gut. Wenn der Radfahrer hätte noch am höchsten Punkt der Brücke stehen müssen, dann wäre es ideal gewesen, ja. Naja. Also ja, auch in Magdeburg kann man noch ein paar Bilder machen, so ist das nicht. Genau. Ja, überall kann man fotografieren, das ist. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass ich das vielleicht später nochmal besser hinkriege. Jawohl. Gut, es muss. Genau. So frei stoppen, ja? Genau. Ja, super. Genau.